Gebäudeverwaltung ist ein relativ großer Bereich, eine eigene Abteilung bei der Stadt Langenhagen. Sie hat 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das Ziel ist, diese Abteilung tatsächlich zukunftsfähig zu machen. Das heißt für mich, dass dort geschafft werden muss, die vielfältigen Aufgaben, es sind sehr verantwortungsvolle, sehr vielfältige Aufgaben, es wird sehr viel Finanzen bewegt, die tatsächlich auf Füße zu stellen, die die Zukunft mit abbilden, wozu zum Beispiel die Digitalisierung gehört. Der Umgang mit unseren Gebäuden ist teilweise digital, muss aber noch mehr in dieser Richtung bewegt werden. Aber gleichzeitig müssen wir gemeinsam arbeiten, wir müssen Kooperation lernen, wir müssen die Kommunikation vielleicht noch ausbauen, verbessern und mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehen, wie wir die tatsächlich weiter für die Stadt Langenhagen begeistern können. Das Thema Digitalisierung habe ich dabei ja schon angesprochen. Also meiner Meinung nach müssen viele der Prozesse, die im Moment teilweise schon laufen, die aber auch noch weiter mit angestoßen werden müssen, hinsichtlich Digitalisierung mit großem Drive bearbeitet werden. Wir haben nicht nur das Rechnungswesen in der Umstellung, wir haben eigentlich das Ziel, die gesamte Verwaltung der Stadt vielleicht bis 2022, 2023, bis ein neues Rathaus steht, möglichst aktenfrei betreiben zu können. Das ist die eine Herausforderung. Die zweite ist, dass angesichts der vielfältigen finanziellen Anforderung ein solcher sehr stark auf Kosten-Nutzen ausgerichteter Betrieb wie die Gebäudeverwaltung wirtschaftlich optimiert werden muss. Ich möchte nicht gleich bemühen, dass Langenhagen ohnehin die schönste Stadt der Welt ist, aber Langenhagen hat natürlich ganz große Vorzüge. Es gibt einen relativ engen, überschaubaren städtischen Bereich. Es gibt den Übergang dabei, aber auch in ehemals dörfliche Bereiche. Wir als Verwaltung sitzen dazwischen, sind für diesen gesamten Bereich zuständig. Wir legen sehr viel Wert auf Kooperation. Wir legen sehr viel Wert in der Zusammenarbeit tatsächlich auf zukunftsfähiges Handeln. Wir versuchen nicht nur die Gebäudeverwaltung, sondern das ganze Rathaus in dieser Richtung aufzustellen. Wir bauen im Übrigen auch ein neues Rathaus, wo alle Abteilungen zusammengefasst werden sollen, die teilweise noch etwas verteilt sind. Und insofern sind wir auch im Vergleich mit ähnlichen Kommunen auf einem sehr guten Weg. Also ich kann mir nicht vorstellen, wo man einen schöneren Arbeitsplatz finden sollte.